verehrte Damen und Herren, schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dieser Veranstaltung, der ich aus verschiedenen Gründen sehr gerne gefolgt bin. Erstens freue ich mich immer sehr, wenn ich die Gelegenheit bekomme, mich über die Themen Schrift und Schriftgestaltung, die mich selbst in den letzten Jahren auch intensiv beschäftigt haben, auszutauschen, was in meinem eigenen Fach der Sprachwissenschaft immer noch eher schwierig ist. Der Kreis derer, mit denen man sich über Schrift unterhalten kann, ist immer noch eher klein, wenn auch erfreulicherweise stetig wachsend. Besonders freue ich mich zweitens immer, wenn ich die Möglichkeit zu einem Austausch bekomme mit Expertinnen und Experten aus der Gestaltungspraxis, denn in diesem Gebiet bin ich ja selbst blutiger Laie und ich traue mich dann auch nicht so richtig herein, wie Sie sehen werden, in so einem solchen vor allem beeindruckenden Umfeld. Das Thema dieser Typotage ist ein gleichermaßen faszinierendes wie schwieriges: Schrift und Erkenntnis. Denn es erfordert erstens, dass man sich mit den beiden Phänomenen, die hier mit der Konjunktion und verbunden werden, befasst und sie klärt. Das heißt, was heißt Schrift, was heißt Erkenntnis? Und zweitens, hier spricht der Linguist, dass man auch die Relation klärt, die mit der Konjunktion angezeigt werden soll. Und kann ja, wie die Grammatiker sagen, ein rein additives Beziehungsverhältnis anzeigen. Ich kann sagen, mich interessieren Schrift und Erkenntnis, so wie ich sagen kann, ich esse gerne Spinat und Bananen, was nicht zwingend heißt, dass ich gerne Spinat und Bananen gleichzeitig esse. Und um ein solches Verhältnis von Schrift und Erkenntnis geht es hier ja gerade nicht. Vielmehr soll Thema der Diskussion sein, was Schrift und Erkenntnis miteinander zu tun haben. Und es wird zugleich impliziert mit dem Titel, dass die beiden etwas miteinander zu tun haben. Ich möchte in meinem Vortrag vorschlagen, dass wir Schrift und Erkenntnis in einem komplexen, wechselseitigen Verhältnis stehend betrachten. Dass wir Schrift also nicht nur als ein Erkenntnismedium betrachten, als ein Mittel der Erkenntnisfindung und Erkenntnisvermittlung, beziehungsweise einen Weg zur Erkenntnis. Das ist Schrift ganz zweifellos, und zwar in einem hohen Maße. Aber Schrift ist auch ein Gegenstand, der Erkenntnisprozessen ausgesetzt ist. Erkenntnis ist somit auch ein Weg zur Schrift. Und das führt dazu, dass das, was Schrift ist, vereinfacht gesagt, auch davon abhängt, was wir in ihr erkennen. Durch Erkenntnisprozesse wird Schrift letztlich also erst zu dem, was sie für uns ist. Sie ist also auch ein Resultat von Erkenntnis. Und das, und hier schließt sich der Kreis, bestimmt dann auch wieder das, was wir durch oder mittels Schrift erkennen. Deshalb möchte ich in diesem Vortrag dafür plädieren, Schrift als Mittel, Gegenstand und Resultat von Erkenntnis zu betrachten. Und das wiederum bedeutet, dass Schrift im Kontext, in dem sie gebraucht wird, betrachtet werden muss und gleichzeitig als Teil des Kontexts, in dem wir etwas Bedeutung zuweisen. Das sind relativ komplexe Gedanken und ich versuche in den folgenden Minuten, gewissermaßen als einen etwas theoretischen Rahmen für die ganze Diskussion heute, diese abstrakt klingenden Gedanken etwas verdeutlichen zu können, hoffentlich. Zunächst möchte ich mit der schwierigen Frage beginnen, was Erkenntnis überhaupt ist. Diese Frage kann ich jetzt natürlich nicht umfassend und abschließend beantworten. Die Erkenntnistheorie oder Epistemologie ist eine sehr alte und sehr komplexe Wissenschaft, die wie jede gute Wissenschaft keineswegs einfache und eindeutige Antworten liefert, sondern vor allem viele Fragen. Wichtig ist mir aber der von der modernen Erkenntnistheorie weitgehend geteilte Gedanke, dass Erkennen weit mehr ist als die bloße Wahrnehmung vorgefertigter Gegenstände und Sachverhalte. Etwas zu erkennen heißt also nicht einfach nur möglichst klar etwas zu sehen. Vielmehr ist Erkennen ein Prozess, bei dem seitens des Erkennenden dem Erkenntnisobjekt auch Bedeutung zugeschrieben wird und in dem das Objekt als Objekt in Teilen auch erst entsteht. Indem wir etwas erkennen, weisen wir diesem Bedeutung und Existenz zu, wir ordnen es in unsere Welt ein und das tun wir mit Bezug auf bereits vorhandenes Wissen, also auf vorgängige Erkenntnis. Erkenntnis ist daher auch niemals unabhängig vom Erkennenden und von seinem gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld sowie dem, was in einer Gemeinschaft als Wissen bzw. als erkannt gilt, zu betrachten. Einer der ersten, die diesen für die moderne Wissenschaftstheorie sehr wichtigen Gedanken ausformuliert haben, war der aus Lemberg stammende Mediziner, Bakteriologe und Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck.
In seinem 1935, übrigens in Basel, bei Schwabe erschienenen Hauptwerk Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache weist Fleck darauf hin, dass der Erkenntnisprozess nicht, Zitat, als zweigliedrige Beziehung des Subjektes und des Objektes betrachtet werden könne. Erkennen schließt nämlich nicht nur das Erkennende und das Zuerkennende ein. Er schreibt, der Satz, jemand erkennt etwas, eine Beziehung, eine Tatsache, ein Ding, ist nicht vollständig, an sich nicht sinnvoll. Ebenso wenig wie die Sätze, dieses Buch ist größer oder die Stadt A liegt links von der Stadt B. Ihnen fehlt noch etwas. Korrekt etwa wären die Zusätze als jenes Buch für den zweiten Satz und wenn jemand auf der Straße zwischen A und B steht und das Gesicht gegen Norden sieht oder wenn man von C die Landstraße gegen B geht für den dritten Satz, da die Relationsbegriffe größer und links eindeutige Sinnbeziehungen erst in der Verbindung mit den hinzugehörenden Gliedern enthalten. Und er fährt fort, der Satz, jemand erkennt was, verlangt analog einen Zusatz, zum Beispiel aufgrund des bestimmten Erkenntnisbestandes oder besser als Mitglied eines bestimmten Kulturmilieus oder am besten in einem bestimmten Denkstil, in einem bestimmten Denkkollektiv. Jede Erkenntnis ist damit aus Flecks Sicht erstens sozial und historisch bedingt und zweitens manifestieren sich in Erkenntnissen stets Elemente des Vergangenen, des Gemeinsamen und des Zukünftigen. Sie ist eingebunden in die Geschichte. Das heißt, ohne die Berücksichtigung des gesellschaftlichen und historischen Kontexts sind Erkenntnisse nach Fleck nicht erklärbar und mehr noch ein auf Erkennen des Individuum und Erkennen des Objekt reduzierten Erkenntnisbegriff hält Fleck für nicht vollständig, an sich nicht sinnvoll. Noch einmal Fleck. Wer aber die soziale Bedingtheit für ein Malum Necessarium, für eine leider existierende menschliche Unzulänglichkeit ansieht, die zu bekämpfen Pflicht ist, verkennt, dass ohne soziale Bedingtheit überhaupt kein Erkennen möglich sei, ja, dass das Wort Erkennen nur im Zusammenhang mit einem Denkkollektiv Bedeutung erhalte. Fleck argumentiert also, dass wir erst lernen müssen, unseren Blick einzuschränken, um erkennen zu können. Denn wenn wir das nicht täten, wäre das, was wir sehen, viel zu komplex, um sinnvoll gedeutet werden zu können. Diese Zurichtung des Sehens, wie Fleck es nennt, geschieht durch Sozialisation in unserem Umgang mit anderen. In der Schule, in der Berufspraxis, in der Ausbildung lernen wir nicht neue Dinge zu sehen, argumentiert Fleck, sondern wir lernen Dinge auszublenden, um dadurch bestimmte Dinge überhaupt erst sehen zu können. Und er zeigt das an der Medizin sehr ausführlich. Und er schreibt, das ist das jetzt das komplexeste Zitat, dann wird es ein bisschen einfach, es gibt spezielle Kräfte, die innerhalb von Denkkollektiven wirksam sind und die verursachen, dass jene Transformationen des Denkens nicht chaotisch, sondern gerichtet verlaufen können. Diese Kräfte gehen aus der spezifischen sozialen Struktur der Kollektive hervor. Wenn sie nicht existieren würden, dann wäre die Entstehung und Stabilisierung von Anschauungen, Systemen und Wissenschaften gänzlich unmöglich. Statt einer Denkzusammenarbeit gäbe es dann nur noch die Kakophonie von diskrepanten, chaotischen und vorübergehenden Gedanken. Der soziale Faktor wirkt hier wie ein Ventil in eine Richtung, ohne dass eine Verdichtung von Gedanken angesichts der Vielseitigkeit des individuellen Denkens nicht möglich wäre. Diese Verdichtung ist aber zur Erzeugung dieses Effekts notwendig. Das heißt, wir müssen einschränken das, was wir sehen, um sinnvoll erkennen zu können und uns darüber unterhalten zu können. Erkennen ist damit ein sozialer Prozess. Und ohne die soziale Zurichtung wäre Erkennen nicht möglich. Noch einmal mit Fleck. Wir schauen mit den eigenen Augen, aber wir sehen mit den Augen eines Kollektivs Gestalten, deren Sinn im Bereich zulässiger Transpositionen das Kollektiv geschaffen hat. Entsprechend werden Erkenntnis und Wissen als so soziale, von Gemeinschaften geschaffene bzw. ratifizierte Phänomene betrachtet. Erkenntnis und Wissen sind das, was in einer bestimmten sozialen Gemeinschaft als erkannt und wahr gilt. Oder wie es der französische Philosoph und Erkenntnistheoretiker Michel Foucault ausgedrückt hat, das Wort Wissen wird also gebraucht, um alle Erkenntnisverfahren und Wirkungen zu bezeichnen, die in einem bestimmten Moment und in einem bestimmten Gebiet akzeptabel sind. Was hier philosophisch formuliert wird, ist auch kompatibel mit den Ansichten der modernen Verständlichkeitsforschung, die sich mit der Verständlichkeit von Texten auseinandersetzt. Diese betont auf der Grundlage zahlreicher empirischer Untersuchungen, dass Lesen nicht heißt, einen Text zu dekodieren und nur das zu erkennen, was ein Autor dort gewissermaßen abgelegt hat. Der Psychologe Wolfgang Schnotz beschreibt dies so, das ist ein bisschen psycholinguistisch, Psychologie und kognitive Linguistik gehen davon aus, dass ein Leser einem Text keine Bedeutung entnimmt,
Er konstruiert vielmehr diese Bedeutung anhand des Textes unter Rückgriff auf sein Vorwissen. Je nach Vorwissen, aber auch Zielsetzungen und Erwartungen des Lesers kann das Konstruktionsergebnis unterschiedlich sein. Ein Text ist demnach nicht Träger von Bedeutung, er dient vielmehr als Auslöser für mentale Konstruktionsprozesse, die teils von der externen Textinformation und teils von der internen, im semantischen Gedächtnis gespeicherten Vorwissensinformation abgeleitet werden. Diese Konstruktionsprozesse führen zum Aufbau einer mentalen Repräsentation des im Text beschriebenen Sachverhaltes, was subjektiv als Erfassen der Textbedeutung erlebt wird. Das heißt, wenn wir lesen, ist das kein einseitiger Prozess, sondern wir weisen einem Text aufgrund unseres Vorwissens, und das ist ein sozial bedingtes Vorwissen, Bedeutung zu. Wir versuchen das, was der Text bietet, in unsere eigene Welt einzuordnen. Heißt, Lesen ist ein komplexer, interaktiver Prozess, der aus einer bestimmten gesellschaftlichen Perspektive und Einbettung stattfindet. Und deswegen werden in modernen Untersuchungen zur Lesbarkeit, wie sie etwa der Psychologe Norbert Gröben seit den 1980er Jahren durchgeführt hat, auch die simplifizierenden Annahmen vieler früherer Lesbarkeitsexperimente kritisiert. Dort wird Lesbarkeit meist auf möglichst schnelles Erfassen eines Textes reduziert. Das nennt Gröben in Abgrenzung zur Lesbarkeit die Leserlichkeit von Texten. Damit wird vernachlässigt, was der Leser, die Leser mit dem Gelesenen machen, also ihr faktisches Verständnis. Und das nennt Gröben die eigentliche Lesbarkeit. Und das kann man nicht mit der Stoppuhr messen. Ja, das ist seine zentrale Kritik. Und den ja auch durchaus, wie Sie wissen, sehr widersprüchlichen Ergebnissen solcher rein text- und geschwindigkeitsorientierter Untersuchungen, die etwa die Kürze der Sätze, die Einfachheit der Wortwahl oder auch eine spezifische Schriftwahl als grundsätzlich lesbarkeitsfördernd ansehen, stehen Gröben und andere daher auch mit guten Gründen sehr skeptisch gegenüber, da es ja durchaus von den Lesern selbst, ihrem Vorwissen und ihren Hintergründen abhängt, wie lesbar ein bestimmter Text ist. Und das sieht man ja auch, wenn man die Geschichte dieser Experimente sich anschaut und die unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen das führt. Gut, wir sind schon ein bisschen bei der Typografie. Trotzdem, was hat das mit Typografie zu tun, was ich jetzt erzählt habe? Das ist sehr erkenntnistheoretisch und sehr abstrakt. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun. Wie Sie wissen, wird über die Frage, ob und in welcher Form die Textgestalt zur Bedeutung eines Textes beiträgt, sehr viel und sehr kontrovers diskutiert. Was dabei aus meiner Sicht jedoch häufig nicht berücksichtigt wird oder zumindest nicht zentral genug berücksichtigt wird, ist eben die Leserin oder der Leser und ihre Rolle als aktive Mitproduzenten von Bedeutung. Denn wenn die Gestalt eines Textes seine Materialität für Leserinnen und Leser Bedeutung haben, dann nicht, weil die Bedeutung der Gestalt inhärent ist, sondern weil die Leserinnen und Leser aufgrund ihres Vorwissens, das ich als grafisches Wissen bezeichnet habe, das Zitat ist nicht so wichtig von mir, aufgrund eben dieses Vorwissens der Gestalt diese Bedeutung auch zuschreiben. Deshalb kann eine Schriftwahl für bestimmte Leserinnen und Leser bedeutsam sein, für andere aber gerade nicht. Und diese Zuschreibungen, das sind nicht zufällig oder individuell, sie sind im Sinne Ludwig Flecks sozial. Leserinnen und Leser haben in ihrer Sozialisation gelernt, sie in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Art zu deuten. Und das setzt voraus, dass sie gelernt haben, sie zu sehen, beziehungsweise sie nicht im Fleck'schen Sinne auszublenden. Denn zu einem Zeichen, Bedeutungsträger, kann etwas nur werden, wenn es, wie der Kollege Rudi Keller es formuliert hat, wahrnehmbar ist und interpretierbar ist. Und es ist nur dann Zeichen, wenn es auch tatsächlich wahrgenommen und interpretiert wird. Wahrnehmbarkeit ist aber die Voraussetzung von Interpretierbarkeit. Ich kann etwas nur dann interpretieren, wenn ich es sehe. Und auch die Wahrnehmung von Abwesenheit ist ja Sehen. Um etwa in dem bekannten antipapistischen Flugblatt von Martin Luther überhaupt zu sehen, dass hier eine Antiqua und eine gebrochene Schrift gemischt werden, braucht man bereits ein gehöriges Maß an grafischem Wissen. Viele Leserinnen und Leser, darunter beispielsweise viele Die meisten meiner Studierenden sehen das nicht, auch wenn man es ihnen sagt, dass hier zwei verschiedene Schriften verwendet werden. Dass die Auszeichnung hier von Rom und Teufel mittels Antiqua und mithin ex negativo auch die gebrochene Grundschrift auch interpretiert werden können, setzt zusätzliches Wissen voraus, das einige Zeitgenossen offensichtlich hatten, heute aber wohl nur noch Kenner der Schrift- und Konfessionsgeschichte. In diesem Fall muss das Wissen explizit
erlernt werden, da die hier verwendete Bedeutung als Regel, symbolisch, wie wir sagen, eingeführt wurde, nämlich, wie viele von Ihnen wissen werden, im Rahmen der sogenannten Symboltypografie, die Luthers Korrektor Georg Röhrer mit dem Bibeldruck 1541 eingeführt hatte und die Röhrer dem christlichen Leser im Vorwort wie folgt erläuterte. Zum Dritten sind zweierlei Buchstaben der ABC und der ABC-Gestalt, Fraktur und Antiqua, gesetzt, die dem unerfahrenen Leser Unterscheid anzuzeigen, dass wo dieser ABC stehen, die Schrift redet von Gnade, Trost etc., die anderen ABC von Zorn, Strafe etc. Röhrer versucht also, Gutes und Schlechtes im Bibeldruck typografisch zu markieren. Hier sehen Sie Beispiele aus der Offenbarung des Johannes und damit dem christlichen Leser mittels der Textgestalt zur rechten Erkenntnis zu verhelfen. Ja? Also Sie sehen hier Himmel und erste Erde, der erste Himmel und die erste Erde ist sozusagen mit der Antiqua markiert und der neue Himmel und die neue Erde in der Fraktur. Wir haben Tod, Hölle, die Toten ausgezeichnet mit hier dieser Antiqua mit dem Anfangsbuchstaben und auch, wo ist das noch, der Verdammte. Und dasselbe passiert ganz offensichtlich in dem Flugblatt, wenn Rom und Teufel mit Antiqua ausgezeichnet werden, das Papsttum interessanterweise nicht. Eine ähnlich subtile und gruppengebundene Wahrnehmung der Interpretation, also Sie sehen, worauf ich hinaus, man muss das lesen können und man muss das sehen und interpretieren können. Eine ähnlich subtile und gruppengebundene Wahrnehmung und Interpretation typografischer Gestaltungsmerkmale zeigt die folgende Anekdote des auch von mir hochgeschätzten Hans-Peter Wilberg, die bei nicht typografisch vorgebildeten Zuhörern, also in anderen Kontexten, wenn ich das vorstelle, regelmäßig Irritationen auslöst, schreibt: Ich erhielt einen Brief von einem Verantwortlichen des Designerverbandes mit der Aufforderung zur Mitarbeit in einem Ausschuss. Der Brief war in der 10-Punkt-Avantgarde gesetzt, Blocksatz, sehr lange Zeilen, sehr große Löcher zwischen den Wörtern, ohne Durchschuss. Da habe ich lieber gleich abgesagt. Diese Anekdote kann man ausführlich interpretieren. Für heute ist es mir vor allem wichtig zu zeigen, dass der Gestaltung hier Bedeutung zugeschrieben wird. Und zwar soziale Bedeutung und dass diese Bedeutung relevant ist für die Interpretation und zwar in ganz erheblichem Maß. Im Gegensatz zur Symboltypografie weicht die von Wilberg aufgrund seines grafischen Wissens hier relevant gemachte Bedeutung dezidiert von der vom Autor intendierten ab, jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass der Verantwortliche des Designerverbandes nicht wollte, dass Wilberg absagt. Und das zeigt sehr schön, wie im vorhin angesprochenen Sinn Lesen nicht die Entnahme von im Text verborgener Bedeutung, sondern aktive Bedeutungskonstruktion unter Rückgriff auf Vorwissen ist. Und das Beispiel zeigt weiterhin, dass Bedeutungszuschreibung auch heißt, Hypothesen über die Textproduzenten zu formulieren, sie, wie wir in der Soziolinguistik sagen, sozial zu positionieren und die Interpretation des Textes mit diesen Hypothesen abzugleichen. Denn es steht zu vermuten, dass Wilbergs Reaktion weniger drastisch ausgefallen wäre, wenn der Brief eine Einladung des Lehrers seiner Kinder zum Elternabend gewesen wäre. Was hier passiert, nennen wir in der Soziolinguistik Kontextualisierung. In der Kommunikation, also auch in Texten, werden permanent vielerlei Signale, wir nennen das Kontextualisierungshinweise, ausgesondert, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, die bei manchen Rezipienten aufgrund ihres Vorwissens bestimmte Schlussfolgerungen darüber auslösen, wie der Text oder das Gesprochene zu verstehen ist. Im Lauf des Kommunikationsprozesses und in Wechselwirkung mit dem Vorwissen der Rezipienten entsteht also so etwas wie ein Interpretationsrahmen, in dem man den Text verortet. Und diesen Interpretationsrahmen nennen wir Kontext. Das ist wichtig wegen dem Titel. Da immer wieder neue Kontextualisierungshinweise hinzukommen und eben auch Vorwissen, auch das Vorwissen relevant ist, ist dieser Kontext niemals stabil. Er verändert sich im Prozess der Interpretation ständig. Wir vergleichen unsere, und das passiert in der Regel sehr unbewusst und routiniert, wir gleichen unsere bisherigen Hypothesen über den Text mit neuen Hinweisen ab und verwerfen dabei mitunter auch einige vorherige Hypothesen. Deswegen sprechen wir in der Soziolinguistik von permanenter Kontextualisierung, ja, als Prozess.
Zu den vielfältigen Kontextualisierungshinweisen, die in diesen Prozess eingehen können, zählen auch die sogenannten parakommunikativen, also Akzent und Intonation im Gesprochenen und eben auch die Textgestalt und Materialität im Geschriebenen. Insofern muss die Textgestalt, da sie im aktuell gültigen Interpretationsrahmen und auf der Grundlage des jeweils aktuell relevanten Wissens wahrgenommen und gegebenenfalls interpretiert wird, einerseits stets im Kontext betrachtet werden. Andererseits ist die Textgestalt, wenn Gestaltungselementen Bedeutung zugeschrieben wird, wenn sie also wahrgenommen und interpretiert werden, ist sie eben auch Teil des Kontextes. Sie ist ein Teil dessen, was dann den weitergehenden Interpretationsprozess rahmt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem zugegebenermaßen sehr theoretischen und für Sie vielleicht in vielerlei Hinsicht fremden Sprach- und schrifttheoretischen Einleitungsvortrag plausibel machen, dass Schrift und Erkenntnis sehr viel enger miteinander verwoben sind als beispielsweise Spinat und Bananen. Ich hoffe, gezeigt zu haben, wie wichtig es ist, Erkenntnispraktiken als soziale Praktiken zu betrachten, als Prozesse, in denen sozialisierte Menschen aufgrund ihres Wissens, aufgrund ihrer Werte und Einstellungen Dingen Bedeutung zuweisen und diese Dinge in ihre Wahrnehmungswelt einordnen. Solche Erkenntnispraktiken geschehen vielfach mittels Schrift, aber sie geschehen auch der Schrift. Schrift als materielles und ästhetisches Phänomen wird nicht nur gelesen, sie wird oftmals auch erkannt, das heißt mit Bedeutung belegt und mit Wissen verknüpft. Insofern ist es wichtig, Schrift und ihre Wirkung stets im Kontext konkreter gesellschaftlicher Praktiken zu betrachten, da, weil es diese Praktiken sind, dass unser Handeln im Alltag, in denen diese Zuschreibungen vollzogen werden. Gleichzeitig aber ist Schrift, und das macht sie als Gegenstand der Erkenntnis so faszinierend, vielfach selbst Teil dieser Praktiken. Sie löst Erkenntnisprozesse aus, perpetuiert sie, verändert sie. Das heißt, sie ist Mittel, Gegenstand und Resultat von Erkenntnis. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war mein erster Vortragender und er hat etwas Unglaubliches geschafft. Er hat die Zeit 10 Minuten unterbrochen. Das ist, glaube ich, ein großes Geschenk an die Nacht. Genau, das ist so gedacht. Wir sind jetzt, glaube ich, alle erstmal schön wachgerüttelt von diesen vielen Informationen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Verständnisfragen, denke ich, sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Die Auszeichnung von bösen Wörtern, ja. Anfangs, ja. Kommt das öfters vor? Das kommt, also da sind Sie. Das einzelne. Das ist vorgekommen, also wir haben einen Experten hier, der es viel besser weiß als ich, aber das ist vor allem in den. Also Georg Röhrer hat das veranlasst, erstmals 1541, das ist glaube ich bis 1546 oder sowas, haben sie das gemacht und ausgebaut und dann ist es wieder verworfen worden. Es gibt die Anekdote, dass Luther selbst gesagt hat, es sei lauter Narrenwerk, also er hat dem widersprochen, wobei das nicht sehr plausibel ist, dass es so einfach ist. Also es gibt einen schönen Aufsatz von einem Literaturwissenschaftler, der zeigt, dass das eine sehr theologische Auseinandersetzung war über die Frage, ob man die Bibel in eine Welt des Guten und des Bösen, ob das so einfach ist, diese zwei Welten aufzuteilen. Es gibt eben in diesen Lutherbibeln, also diesen bei Luft gedruckten Bibeln, gibt es das meines Wissens. Es gibt es in einigen Flugblättern, eben diesem berühmten Flugblatt, es gibt noch einige mehr, die man gefunden hat, in denen das auftaucht. So viel weiß ich dazu, aber vielleicht wissen Sie mehr dazu noch. Also ich habe jetzt keine mengenmäßige Aufteilung. Ich denke, es ist immer wieder in Bibelausgaben schon aufgetaucht, auch später. Allerdings ist das Problem natürlich tatsächlich, dass man dann den Text schon sehr stark interpretieren muss. Das heißt, recht schnell konnte man dann diskutieren, ob das jetzt tatsächlich böse oder gut gemeint ist. Und Luthers reformatorische Erkenntnis selber bestand ja gerade darin, einen Text, den er vorher in römischer beziehungsweise, also sogar säkularrömischer Leseweise gelesen hat, anders lesen zu können. Deswegen musste Luther eigentlich gegen sowas Stellung nehmen. Allerdings hat man dann später nachher, als es eine protestantische Orthodoxie gab, natürlich auch solche Deutungsschema vorgegeben. Das heißt, es ist, denke ich, schon in manchen Punkten dann so weitergeführt worden. Vielleicht nicht ganz so einfach, wie es jetzt in dieser ersten Ausgabe war, wo einfach jemand hingegangen ist und gesagt hat, gut und böse, und entsprechend gesetzt hat.
Ich meine, das Problem ist natürlich, es ist ja nicht nur die Schwierigkeit, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, weil auf der Schriftebene haben wir ja das Problem, dass die, sozusagen der neutrale Text ist ja auch in der gebrochenen Schrift. Ja. Also das ist ja nicht so, dass die drei... Aber das ist ja keine Deutung. Das ist dann keine Deutung, aber das Gute ist in der gebrochenen Schrift und das Neutrale und das Böse. Das heißt, es müsste eigentlich drei Auszeichnungsformen geben. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr in der Bibel. Es gibt die Großschreibung noch, also die Versalschreibung, die noch eine bestimmte Bedeutung hat. Es gibt noch andere Formen. Ich glaube, was spannend an dem Beispiel ist, da kommen wir, glaube ich, in Ihren Vortrag tatsächlich hinein, ist, dass man hier versucht hat, und das sieht man im Vorwort sehr schön, man traut dem Leser nicht zu, sozusagen selbstständig hier diese Schrift richtig zu lesen. Man will ihm Leseanleitung geben. Und das ist ja etwas, was in der Schrifttextgestaltung sehr häufig passiert, dass man versucht, in der Typografie sehr häufig passiert, dass man Leseanleitungen gibt. Es ist halt aus heutiger Sicht, also ich finde solche historischen Beispiele sind natürlich immer deswegen spannend, weil man aus heutiger Sicht vielleicht schnell drüber lacht, aber weil natürlich die Prozesse, die dahinter stecken, sind ja schon überlegt. Ja. Also ich denke, da kommt auch so ein Gefühl dazu. Die Antifa war damals eine Modernisierung. Und auch zum Beispiel die Bauernrevolution, die Bauern haben die Revolution gemacht, weil sie den Absolutismus der Fürsten ja als Modernisierung begriffen haben. Also insofern ist es auch einfach eine visuelle Polemik, diese Schrift für alles das zu nehmen, was schlecht ist. Ja. Also es gibt einen sehr schönen Aufsatz dazu von James Flood, schon ein bisschen älter, der Aufsatz hat den Titel The Typographic Manifesto, also er nennt das ein Manifest, was hier passiert, beziehungsweise eine Unterstützung von einem sozusagen einem konfessionellen Manifest mit Hilfe der Typografie. Ja. Also es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema für den Zweck meines Vortrags, jetzt vor allem darum auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man eben solche Kontextualisierungshinweise auch, dass sie nicht einfach nur da sind, sondern dass man sie auch erkennen können muss und dass es keine eindeutige Lesart auch gibt, selbst wenn die vorgegeben wird, ja, hier im Vorwort. Also es ist immer abhängig von diesem Prozess der Interpretation, in dem man das einordnet. Ich weiß nicht genau, welchen Anwendungsbereich auch in der Forschungskontext von der Soziolinguistik hat, aber mich würde das extrem interessieren, weil es ist super plausibel für jeden Typografen, ich glaube, es war eine grandiose Begründung, warum wir eigentlich solche Sachen machen. Aber die Frage bleibt ja, warum wird das dann so stiefmütterlich von der anderen Seite her betrachtet, also vom Leser. Sie haben ja ganz toll geschildert, der muss das auch lesen können, um dann sozusagen entweder genauso arbeiten zu können oder bestimmte Texte zu verstehen. Gibt es einen Austausch zwischen den Soziolinguisten und Ausbildungsstätten, Ministerien oder irgendwelche, die sich darum kümmern, dass das jetzt nicht in zunehmendem Maße verbessert? Also es ist so, dass die angewandte Sprache, die Linguistik insgesamt erst seit, also mit Ausnahmen sich ernsthaft seit 10, 15 Jahren mit dem Thema befasst. Das ist eine eigene Geschichte. Die Sprachwissenschaft hat, da steht sie selbst in einer langen Tradition, die Schrift immer nur als sekundär betrachtet und die gesprochene Sprache als das primäre Medium und hat gesagt, die Schrift, das interessiert uns gar nicht, weil das ist nicht Sprache, ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte, hat sehr viel mit der Geschichte der modernen Linguistik zu tun, mit Ferdinand de Saussure, dem Strukturalismus und so weiter. Das heißt, die Sprachwissenschaft, ich bin froh, wenn ich das den Kollegen klar machen kann, dass das wichtig ist, zunächst mal. Und das ist inzwischen aber auch so. Das heißt, für mich, jetzt aus persönlichem Interesse, ging es zunächst mal darum, für die Linguistik plausibel zu machen, dass, das muss ich Ihnen hier nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass eine Beschäftigung mit Textgestaltung, vor allem in unserer Zeit, wenn man sich mit Kommunikation, mit gesellschaftlicher Kommunikation, der Kommunikation in den Medien beschäftigt, dass man die Schrift, dass man die Textform außer Acht lässt, dass das nicht geht. Ja? Und was ich gemacht habe, ist zunächst mal das Wissen, was vorhanden ist in der Gestaltungstheorie, in der typografischen Praxis, so zu bearbeiten, dass man es für die Sprachwissenschaft verwenden kann. Das heißt, zunächst mal geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, wir, die Sprachwissenschaftler, haben hier was, was wir nach außen tragen können, sondern es gibt da draußen was, was wir in die Sprachwissenschaft tragen müssen. Ich bin da sehr bescheiden und das ist auch gute Gründe. Und es ist vor allem dann eben, wenn man sich sprachtheoretisch damit befasst,
unglaublich spannend. Und wenn man sich zum Beispiel mit neuer Medienkommunikation, mit neuer schriftlicher Kommunikation befasst, sehr spannend. Es gibt seit, eben wie gesagt, früher hat die Soziolinguistik gesagt, die echte, authentische Sprache ist das gesprochene Wort zwischen zwei Personen. Alles andere ist irgendwie verzerrt und interessiert uns nicht. Das heißt, wir müssen uns Gespräche aufzeichnen. Seit 10 Jahren gibt es eine Teildisziplin, die nennt sich die Soziolinguistik der Schriftlichkeit. Endlich. Auch natürlich unter dem Eindruck der Medienentwicklung. Ja. Und die gezeigt hat, dass, also in der Linguistik ist man davon ausgegangen, Schrift ist das invariabelste überhaupt an Sprachen. Das ist normiert, da gibt es eine Orthographie, es gibt vielleicht ein paar Schriften, aber das ist eh egal, weil der Inhalt ist derselbe. Inzwischen hat man erkannt, dass eigentlich fast nicht so variabel ist wie die Schrift und die Schriftkommunikation, wenn man sich auch die Praxis anguckt. Jetzt nicht nur der professionellen Typografie, sondern vor allem der sogenannten Laientypografie. Ja. Und damit befassen wir uns zunehmend und schauen uns an, wie zum Beispiel in digitalen Medien Bedeutung über Gestaltung oder Identität, Gruppenzugehörigkeit über Gestaltung hergestellt wird. Aber da sind wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Also wir brauchen zunächst mal auch eine theoretische Basis, in die wir das einbinden können. Mein Versuch ist es, deswegen habe ich hier auch so von Kontextualisierungstheorie und so Sachen gesprochen, das sind alles sehr, sehr etablierte Konzepte in meinem Fach, die aber auf gesprochene Sprache ausgerichtet waren. Und was ich versucht habe, ist den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, dass die sehr gut funktionieren für Schrift. Und auch, dass es notwendig ist, die Schrift mit einzubinden, weil dort natürlich in bestimmter Art und Weise es doch dann anders funktioniert. Also so würde ich das zurückgeben. Ich glaube nicht, dass wir die Kompetenz haben, die sozusagen die Bildungsinstitutionen, wir machen das natürlich schon, aber ich glaube, da muss aus der Gestaltungspraxis, da ist in der Gestaltungspraxis wahrscheinlich auch mehr Kompetenz noch. Aber es braucht einen Austausch zwischen allen, ja. Und es gibt zunehmend Leute, die eben auch versuchen, wie ich auch, dann auch einen Austausch zu suchen mit der Gestaltungspraxis. Lange Zeit war das immer das Ausnahmebeispiel Reading, ja, weil dort hatten sie den Twyman und seine Schule und dann hatten sie den David Crystal, der ein gut berühmter Linguist ist. Und die beiden haben sich getroffen auf den Fluren und haben angefangen, über ihre Themen zu sprechen. Und der Crystal war der Erste, der das lange gemacht hat. Und irgendwie niemand hat das interessiert. Also oft sind es persönliche Kontakte, die auch dann weiterführen. Ich würde nochmal schauen, ob es noch eine andere Frage gibt. Dann vielen Dank für den schönen Vortrag. Danke Ihnen. Für die tolle Einführung.